Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja hier gerade auf diesem Dach irgendetwas Spannendem auf der Spur. Wir werden wohl irgendwelche Menschenhandel gemacht. Und BDs gedreht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich finde, das hörte sich alles nicht unbedingt so gut an. Von daher, mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Was uns ein bisschen mehr Aufklärung gibt. Und da geht's noch lang, auf jeden Fall. Alle auf Drogen. Fuck! Ja, sorry, Leute, ihr seid halt im Weg. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, was wir hier machen. Ich wollte doch nur diesen einen Auftrag da machen. Jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo auf dem Dach. Und eigentlich ist ja unter uns der Auftrag. 100 Meter in diese Richtung. Waren wir hier schon? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Okay, nee, hier waren wir noch nicht. Hallo? Okay, kommen wir hier irgendwie wieder weg? No. Wie kommt ihr eigentlich hier hoch? Mit Klettern? Oder wie? Unser Auftrag ist da oben. Begibt sich zum Ho-Ho-Club. Der Typ sitzt einfach in der Luft. Kann ich ihn runterschubsen? Okay. Das hier oben habe ich noch gar nicht gecheckt. Ist mir alles hier nicht ganz so geheuer, wenn ich ehrlich bin, so weit oben über den Straßen zu sein. Shit, falsch. Aber trotzdem geschafft. Wir müssen nach da vorne. Ist es schlau, was ich hier versuche? Ich glaube nicht. Wie kommt man hier wieder runter? Okay, so geht's ab. Dann haben wir mal einen kurzen komischen Abstecher gemacht. Schöner Shop ohne Leute drin. Und dann, wow, da drüben sind wir aufs Dach gegangen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Im eigentlichen Auftrag. Hat sich gelohnt, wieder einzusteigen? Oh Mann. Blinken?
zweimal gleich nebeneinander. Heute werden wir hier richtig schön belohnt. Mit Komponenten und Quick Hack Stuff. Und dann ist es doch so einfach. Okay, sieht auch wieder spannend aus. Okay. Ganz kurz. Ja, Levelaufstieg. Das wäre Konstitution. Ein Punkt bringt uns da halt nicht viel. Gesundheit Regeneration. Nehmen wir das mal mit. Haben wir wenigstens mal gelevelt. Ganz kurz hier oben noch schauen. Wohin das jetzt wieder geht. Okay, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Warum greifen die mich an, wenn ich jetzt hier reingehe? Warum der sind das? Hi, Klaus. Ja, okay, gut, macht, was ihr wollt. Also. Schau mich hier drin doch trotzdem um. Was für eine Drogenbude das ist. Das sind wahrscheinlich einfach nur andere Eingang. Begib dich zum Ho-O Club. Barkeeper. Oh shit, oh shit. Okay, jetzt frage ich mich, kommt man von da drüben irgendwie nach hier drüben? Ganz kurz nochmal schauen, sorry. Interessiert mich jetzt, ob man da irgendwie rüberkommt. Ja, nee, sieht nicht so aus. Aber warum sollte man denn hier reinkommen können? Wenn sie hier gar nicht weit geht. Ich glaube, wir sind angekommen.
warte kurz. Hier drin sind Granaten besser. Was? Gasgranaten? Aktiviert Laser? Holy shit. Hört sich spannend an. Und das Scharfschützengewehr können wir hier dann auch nicht gebrauchen. Ich würde eigentlich gerne mal wieder den Ping ausrüsten, damit wir die Leute alle pingen können. Weil ich das ja doch schon auch sehr praktisch fand. Das war's mit der Barkeeperin. Warte kurz, man kann sich hier verlinken. Holy shit! Die sieht ja nice aus. Ist das schlau, was ich hier mache? Keine Ahnung. Oh, die Granate sieht ja mega nice aus. Zwar stark die Schrotze. Okay, da geht's nach oben. Schau mich erst hier unten um. Braindance, verfügbare Titel. Ist eigentlich noch ein schöner Club. Wir waren mit Casino. Okay. Ah! So geht's auf. Kurz verlinken wieder. Sehr nice. Hier werden wir wirklich mit Komponente überschüttet. Okay, die Musik nervt ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber können die gar nicht ändern. Wahrscheinlich hätten wir hier auch normal reingehen können. So ohne gerade so in die Tür zu fallen. Weil wir hier mit einer Barkeeperin reden könnten. Aber das haben wir wohl verkackt. Thank you.
shit. Doch. Zum Glück haben wir da ein bisschen Vorrat. Kurz mal Verseuchung versuchen, ob wir da irgendwie alle löschen können. Bringt aber nichts. Naja. Diese neue Granate ist cool. Wir können uns so oft hier verlenken, das ist unglaublich. Wir drücken auf zweimal. Wow. Das bringt uns so viele Komponente. Die meisten können wir dann wahrscheinlich zwar verkaufen, weil es wahrscheinlich die die einfachsten sind, aber trotzdem. Okay, das habe ich jetzt falsch angefangen, das ist doof. Ich hätte da anfangen müssen. Ja, das wird nichts. Schade. Und nicht gerade große Kammern, um Spaß zu haben. Was ist denn das für eine Leiter? Wahrscheinlich wäre es schlauer, eigentlich einfach jetzt alle mal abzumurksen, damit die Musik mal aufhört. Für diesen Ding hätten wir. Gewaltsam öffnen.
Okay, da hinten ist einer drin. Viel Spaß! Was immer das jetzt war. Schade. Lol, die tragen zu viel. Gespräch, ganz kurz. Komm vorbei. Muss ein paar Leichen loswerden. Gekühlt? Ja. Okay, ich komme morgen. Ich esche ein paar bei La Catrina ein. Dann schmeiß ich deine dazu. Hauptsache, du holst sie ab. Der Rest ist mir egal. Müssen ganz kurz ein bisschen Stuff wegräumen. So geht's schon wieder. Da draußen ist jetzt auch wieder einer. Weird, aber okay. Da komme ich jetzt gerade nicht hin zu dem. Zwei Stück sogar. Ah, da ist der Typ, den wir abgemurkst haben. Von unten. Aber die verschwinden wieder. Okay. Das sieht hier gar nicht schön aus. Alter. Ne, von dieser Seite sieht man es besser. Boah. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Okay, da sind wir wieder am Anfang. Kann man nicht mal mehr identifizieren. Zuerst da schön rumoperieren und dann hier einen schönen B3 drehen. So manchmal ist es schon ziemlich makaber. Smart Link. 3000 Euro Tolle. Neue Braindance Veröffentlichung. Schaue ich mir gleich an. Studioausstattung, Lieferung. Das hier haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ja. Alle Kameras aus. Stellen Sie umgehend sämtliche Formen von Datenlogs auf meine Tasche aus. Kameras, alles. Und ich will überall dämpfen. Es muss absolut unmöglich sein, mich von außen zu hören. Aber sorgen Sie dafür, dass keine dieser Maßnahmen meine BD-Ausrüstung stört.
Was willst du haben? Was soll ich als nächstes drehen? Bessere Spiele und Verstümmelung? Nötigung, Schmerzen, Folter, das ist alles so ordinär geworden. Nicht mehr wirklich innovativ. Vielleicht lege ich noch unterschwellige Todesangst obendrauf. Die wird dann langsam gesteigert. Ist nicht gerade komplex, aber bringt immerhin stärkere, heftigere Gefühle. Ich habe noch andere Ideen, aber das Endprodukt hängt auch von deiner Nachfrage ab. Also sag mir, was willst du haben? Dreh einfach drauf los. Ich kriege im Moment alles verkauft. Noch haben wir da keine Probleme. Deine neuen Ideen sparen wir uns dafür auf. Wenn wir etwas Unerwartetes brauchen. Deine Kunden sind ziemlich eigen und wissen mehr oder weniger, was sie von dir erwarten können. Also wozu jetzt schon unser ganzes Pulver verschießen? Lass uns ihnen das Mysteriöse verkaufen. Darauf stehen die Leute. Dem geht allein von der Spannung einer ab. Und daran werden sie sich beim nächsten Mal erinnern. Wenn sie was von dir sehen, sie werden zurückkommen. Und das nutzen wir aus. Vertrau mir und denk nicht so viel nach. Du weißt, was sie wollen. Und ich weiß, wie man es verkauft. Standardhandschellen, Set aus Hand- und Gelenkfesseln, kleiner Käfig mit strategisch platzierten Öffnungen, Mega Smiley, Atmungsschläuche, Skalpell-Set, Fäkalien-Sammelsysteme, Epidural-Set, Set mit verschiedenen Dildos, Seil-Set mit verschiedenen Strap-Ons, Analperlen und Analplugs, Elektroden mit Kabeln, Quad-Elektroden, Aquarium, voll ausgerüsteter Krankenwagen. Alle Gegenstände werden innerhalb von 5 Geschäftstagen geliefert. Alter. Nicht schön. Neue Braindance-Veröffentlichungen. Was geht, Bidi Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der Bidi-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du, aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug sein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar wird dem Thriller-Genre mit diesem Werk nichts besonders Innovatives hinzugefügt, dennoch ist dieses Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Die Angst vor selbstdenkenden Implantaten stammt aus Zeiten, da Piraten noch auf Holzbein durch die Gegend liefen. Okay, vielleicht war das ein bisschen übertrieben. Deshalb existiert das Klischee sowohl in Filmen als auch auf BDs und urbanen Legenden. Dennoch weiß Fremdkörper einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und gerade genügend neue Inhalte einzustreuen, um das Ganze interessant zu halten. Schließlich sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfindungsfähigen Arms. Maxwell's Rehab. In dieser BD-Session sind Horrorstreifen überall, doch dieses Werk hebt sich von der Konkurrenz ab. Der stets phänomenale Maxwell Ramirez ließ sich an den Rand einer Cyberpsychose treiben, damit wir seine Rückkehr zur Normalität erleben können. Der Titel suggeriert einen gewissen Optimismus, aber lasst euch davon nicht beirren. Ihr durchlebt Maxwells Absturz in die Psychose, das gebrochene Herz einer Frau und die schrittweise Rückkehr in eine Welt, die sich nur wenig von der unterscheidet, die er verließ. Dieser BD ist das Event der Saison. Aber Vorsicht, nichts für schwache Nerven. Badlands Raid. Endlich ein BD für Leute, die auf leichtere Kost stehen. Badlands Raid ist das Remake des Klassikers aus dem Jahre 2023, der für die damalige Zeit bahnbrechend war. Für diejenigen, denen der Titel nichts sagt. Die Geschichte dreht sich um einen durchschnittlichen, langweiligen Typen, der versehentlich einen Nomadenüberfall auf einen Zeta-Tech-Konvoi stört. Mehr verrate ich nicht. Kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen bekannt vor. Denn obwohl der Streifen 57 Jahre alt ist, kennen die meisten Leute von heute das Ende nicht.
Was ich euch aber sagen kann, ist, dass die Macher des Remakes der Story ein paar moderne Elemente hinzugefügt haben, die sowohl den Fans des Klassikers als auch Neulingen gefallen wird. Verlasse den Club. Ja, nichts lieber als das. Wo geht's nochmal raus? Nichts lieber als das. Wir haben hier genug gesehen. Hau ab. Wait. Noch weiter oben wird jemand angezeigt. Auf dem Dach also. Aber kommt man da überhaupt hin? Nee, oder? Von hier zumindest nicht. Nee, von hier nicht. Okay, dann gehen wir jetzt wirklich raus. Durch die Vordertür. Es ist weird, dass da oben jemand angezeigt wird. Auftrag Monsterjagd. One less shithead in this city. Cream. Thanks, V. Closing the gig. Schön. Und auch schön hier im Hinterhof einfach so ein Baum. Und ein Schrein. Hat was. Hat was. Wir sind gerade hier bei einem River Dock. Dem können wir ganz kurz mal einen Besuch abstatten. Oder ich mache das zwischen den Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Cyberpunk 2077. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure.
Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.